Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem. Ich bin Alex von The Free Jesser. Im letzten Part haben wir Merlinus, den Händler, gerettet. Und ja, jetzt geht es weiter. Genau, im nächsten Kapitel. Falsche Freunde. Ein drolliger Händler namens Merlinus schließt sich Eliwoods Gruppe an. Mit Merlinus im Schlepp verlassen sie Laos schon am folgenden Tag. Laos befindet sich im Herzen Lycias. Ein Territorium regiert vom machthungrigen Marquis von Lahus, Lord Darien. Die Vorbereitungen auf den Krieg von dem Magistrat von Faerie sprach. Das Verschwinden von Elbert, Eliwoods Vater. Der Tod von Marquis Santarus. Drehen sich all diese Ereignisse um Lord Darien? In Eliwoods Herz wird das Verlangen nach Wahrheit von Furcht ertränkt. Einer Furcht vor dem, was die Wahrheit mit sich bringen mag. Kapitel 14: Falsche Freunde. Bist du sicher, Faerys Thronerbe ist hier? Ja, Vater. Wir haben eben erst den Bericht unserer Spähe erhalten. Er ist noch jenseits des Hügels, doch schon bald wird er hier sein. Lord Ifiel, was hat das zu bedeuten? Vielleicht war Lord Helmer noch am Leben, nachdem sie Schloss Santa Rosa erreicht hatten. Das kann nicht euer Ernst sein. Lange kann er nicht durchgehalten haben, aber vielleicht hat er ihnen noch etwas mit auf den Weg gegeben. Das ist schrecklich, unser Plan. Warst du nun wirklich alles umsonst? Kein Grund, die Pferde scheu zu machen, mein Lord. Selbst wenn es dem jungen Eliwood von unserem Vorhaben erzählt hat, so verfügt Faerie dennoch über keine Macht mehr. Alles, was Eliwood tun könnte, wäre Marquis Ossidia in Kenntnis zu setzen. Ossidia, das wäre unser Untergang. Lord Uther mag noch jung und nicht zu lange auf dem Thron sein. Dennoch ist er äußerst gefährlich. Dieser trottelige Hellmann, er war ein Feigling bis zum Ende. Und jetzt zu verraten, wo wir unserem Ziel so nahe waren... Wir brauchen nur noch ein wenig Zeit, um unsere Pläne für die Rebellion zu verwirklichen. Dann wäre es weise, sie aufzuhalten, bevor Marquis Ossidia von der Sache Wind bekommt. Ja, ihr habt recht, natürlich. Uns bleibt nur noch eine Chance. Um nach Ossidia zu gelangen, müssen sie Lahus durchqueren. Wir können sie zuvor zum Schweigen bringen. Sie dürfen nicht passieren, koste es, was es wolle. Dann lasst uns keine Zeit verlieren. Ruft unsere besten Truppen zusammen. Vater, bitte lass mich an ihrer Spitze reiten. Erik, sag mir, mein Sohn, kannst du dies bewältigen? Eliwood und ich haben zusammen in Ossidia studiert. Er ist ein vertrauensvoller Narr. Wenn er mich erblickt, wird er seine Abwehr fallen lassen. Und wenn er dies tut, schlagen wir zu. Ich verstehe. Ich bitte um Verzeihung. Mutet ihr ihm da nicht zu viel zu? Wenn er durch einen unglücklichen Zufall fallen sollte, würde dies alles nur noch schlimmer machen. Nein, ich weiß, ich bin der Vater des Jungen. Doch kann ich reinen Gewissens sagen, dass er nicht auf den Kopf gefallen ist. Faerys Welpen auszulöschen wird ihm keinerlei Probleme bereiten. Dann ist beschlossen, es liegt nun an dir, Erik. Bring mir den Kopf von Faerys geliebtem Söhnchen. Ja, Vater, ich werde euch nicht enttäuschen. Sieh doch, sie bereiten sich tatsächlich auf die Schlacht vor. Bah! Marquis Lahus, was heckt er nur aus? Du siehst nicht so aus, als würdest du dich ins Schloss ziehen. Wenn wir gehen und die Wahrheit erfahren, könnte es sein, dass wir in den Krieg ziehen müssen. Für mich ist das kein Problem. Ich schätze den Krieg nicht. Wenn ich mich auf den Gegner vor mir konzentriere, ist das in Ordnung. Doch wenn ich mir Familien vorstelle, Unschuldige, die in den Wirren unserer närrischen Politik gefangen sind, wenn ich mir sie alle vorstelle, kann ich nur darum beten, einen Weg zu finden, die Dinge friedvoll zu lösen. Eliwood. Lord Eliwood, ein Ritter reitet uns vom Schloss aus entgegen. Ein einzelner Ritter? Ja, mein Lord. Unsere Späher berichten, dass es sich um Erik, den Sohn von Marquis Lahus, handelt. Er bittet darum, mit euch sprechen zu dürfen. Erik? Bäh! Warum muss es ausgerechnet dieser Kaspar sein? Ich werde ihn empfangen. Bringt ihn zu mir. Ich ziehe es vor zu gehen. Ich konnte ihn noch nie ausstehen. In der Zwischenzeit werde ich ausreiten und die Umgebung erkunden.
Hallo, es ist schon so lange her, Eliwood. Erik, wie lautet dein Anliegen? Mein Anliegen? Was meinst du damit? Ich hörte, mein alter Freund wäre hier in Laos. Ich bin nur hierher gekommen, um dich zu begrüßen. Also sag mir, Freund, was führt dich nach Laos? Bist du auf dem Weg nach Ositia? Wie kommst du zu dieser Annahme? Nun, du warst schon seit jeher mit Hector sehr gut befreundet. Er und ich, wir standen uns nie sonderlich nahe. Für einen Noblen war sein Benehmen viel zu plump. Auch waren seine Wortwahl niemals besonders erlesen. Auf den ersten Blick hätte man ihn für einen Gemeinen halten können. Du bist doch immer noch mit Hector befreundet, oder? Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Wie kommuniziert ihr miteinander? Erik, worauf willst du hinaus? Sag es mir. Wie meinen? Wohin ich auch blicke, Laos bereitet sich auf den Krieg vor. Was habt ihr vor, du und dein Vater? Ich will sofort die Wahrheit wissen. Ich hatte gehofft, noch warten zu können, bis du von Ositia berichtet hast. Ob du dort bereits mit dem Marquis gesprochen hast oder nicht. Wovon sprichst du? Eliwood, ich habe dich schon immer verabscheut. Wie sehr habe ich mich doch danach gesehnt, dich und deine armseligen Moralvorstellungen in Stücke zu schlagen. So oft habe ich von diesem Tag geträumt, und nun ist er endlich angebrochen. Zu schade, dass du nicht lang genug leben wirst, um auch seine Dämmerung zu sehen. Hector! Du, Hector! Das kann nicht sein, du hast bereits mit Ositia gesprochen? Vielleicht ja, vielleicht aber auch nicht. Eliwood, dieser Bastard hat überall um uns Truppen versteckt. Soweit ich es erkennen konnte, sind es reguläre Soldaten aus Laos und steht ein harter Kampf bevor. Hehe, ein Kampf wird wenig Sinn haben. Ihr sitzt in der Falle. Meine Streitmacht wird euch überwältigen. Ein unendlicher Strom von Soldaten. Auch stehen Laos Elite-Ritter schon bereit. Hehe, wie lange glaubt ihr, könnt ihr überleben? Du feiger Hund! Eine Welt der Sorge, in der ihr da gelandet seid, nicht wahr? Wer? Du hast mich erschreckt, alte Frau. Du solltest von hier verschwinden. Wenn du nicht vorhast, heute zu sterben, ist dies ein schlechter Aufenthaltsort. Ich möchte denjenigen sehen, der auf der Suche nach seinem Vater ist. Der Sohn von Marquis Ferre. Pass gut auf, alte Frau. Du bist im Tode näher denn je zuvor. Nimm dein Anliegen und sieh zu, dass du von hier verschwindest. Hector, achte bitte auf deine Manieren. Ich bin Eliwood. Darf ich um euren Namen bitten, Milady? Hohoho, was für ein höflicher junger Mann. Ich bin Hannah, eine Wahrsagerin. Ich kam her, um euch zu helfen. Könnt ihr mir sagen, wo sich mein Vater aufhält? Nein, aber ich kann andere Dinge sehen. Sehr nützliche Dinge. Ich kann euch sagen, welche Waffen ihr in die Schlacht mitnehmen solltet, ebenso wie die Leute, die sie führen sollten. Solcherlei Dinge kann ich sehen. Ich verstehe. Sag nicht, du hast dass du nur ein Wort davon glaubst. Ich habe keinen Grund, an Hannas Kräften zu glauben oder nicht zu glauben. Doch wenn es hilft, meinen Vater zu finden, werde ich es nicht abweisen. Lord Eliwood, Lord Hector, ich werde Dinge mehr als bescheidener Händler. Solltet ihr irgendwelche Items haben, die ihr nicht länger braucht? So überlasst sie doch dem armen Merlinus. Ich bin auch noch da. Sprich vor der Schlacht mit mir, wenn dir der Sinn nach der Weissagung steht. Meine Dienste haben zwar ihren Preis, doch können sie dich davon bewahren, einen noch viel höheren zu bezahlen. Ja, also, was ich mitnehmen soll, kann ich selber sehen. Ich sollte Axtkämpfer mitnehmen. Und Axtkämpfer, ja. Hier unten kommen Piraten hin. Das heißt, ich brauche welche mit dem Schwert. Das heißt, gucken wir mal nach. Formation, nein. Einheiten wählen. Ja, ich kann jede mitnehmen. Warum sollte ich dann welche da lassen? So, jetzt kann ich hier tauschen, wenn ich möchte. Kann ich nicht auch... Ich könnte jetzt hier auf Schicksal gehen. Rang, Strategie, Prophetie. Ihr haltet euch sehr gut. Macht weiter so. Ja. Bewertung und Daten des Strategen Jessa. Ja, toll. Und hier kann man Prophetie machen.
Hey, du suchst also nach Einsicht für den nächsten Kampf? Nun, bist du auch bereit, meinen Preis von 50 Gold zu zahlen? Also, ich könnte jetzt hier zum Beispiel cheaten. Hier, ich mache jetzt mal ein Safe State. Sag ja. Viele deiner Feinde werden Speere mit sich führen. Du solltest Äxte bringen. Ja, viele Äxte. Und dieses zänkische Mädchen mit der Fähigkeit eines Heilers. Auch sie sollte an deiner Seite sein. Sie könnte vielleicht auf einen alten Freund treffen. Aber das Wetter, es sieht nicht allzu gut aus. Sie haben einen plötzlichen Wetterumschwung gefasst. Auch ein Rapier wäre nicht unangebracht. Gegen viele Feinde würdest du dir gute Dienste erweisen. Das ist alles, was ich sehen kann. Tja, nee, ich möchte den Preis aber nicht zahlen. Also, kann man das auch machen. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Lord Eliwood, soll ich euch begleiten? Stellt ihr mein Zelt auf? Kann ich euch mit Ausrüstung versorgen? Ich kann Items mit euch tauschen und sie aufbewahren, wenn eure Taschen voll sind. Allerdings kann mein Zelt nicht bewegt werden, also werde ich auch eine Wache benötigen. Ich bitte untertänigst um euer Verständnis. Ja. Das Gute ist, Merlinus ist im Endeffekt Opfer Nummer 1. Er wird immer direkt angegriffen, das ist aber nicht weiter schlimm. Jessa, lasst mich die Situation erklären. Sie mögen zwar mehr sein als wir, aber ihre Zahl ist bedeutungslos. Wir sind Ritter von Fähre. Diese Ratten aus Lahus werden uns niemals in die Knie zwingen. Das weiß ich. Gewiss könnten wir etwas Unterstützung brauchen. Tut mir leid, aber wir könnten das, aber das können wir nicht tun. Wer weiß, was mit uns geschieht, wenn wir dem Marquis nicht gehorchen. Ich verstehe. Wir werden uns woanders nach Hilfe umsehen. Wohin ihr auch geht, ihr werdet immer dieselbe Antwort erhalten. Letztendlich werdet auch ihr euch dem Befehl des Marquis beugen müssen. Ihr würdet gut daran tun, dies auch eurem Auftraggeber zu vermitteln. Ich wünsche euch noch einen guten Tag. Da-da-da-da-da-da-da. Okay, hier hinten stehen zwei Ponys, ne? Kleine Ponys. Boah. Sind aber jetzt kein allzu riesiges Problem. Ach, der hat einen Langspeer. Ja, okay. Ich muss sehen, dass ich irgendwie beide besiegt kriege. So. Ja, der macht mir mal keinen Schaden. Das ist ein bisschen doof, dass die einen, dass die dann noch hinten zwei reingestellt haben. Aber unmachbar ist das ja auch nicht. Ah, die machen ein bisschen zu viel Damage. Was ist denn jetzt heute los? So, erstmal hier oben die Wache weghauen, damit er nicht Erg irgendwas antut. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, Erg wird sich in unsere Richtung bewegen, ansonsten retten wir ihn einfach. Und rekrutieren ihn dann. Ja, komm. Zack. Und besiegt. The guy. Hoppla. Ah, super. Naja. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Erst tut er so, als könnte er ihn nicht besiegen, dann haut er einen Critical raus. Einen Crit. So, Wolfbeil ist perfekt. Ebenso wie der Rapier. Weil das sind halt welche, die machen, werden umso stärker, wenn sie gegen Infanterien. Ich hab's aber heute mit der Sprache. Gegen berittene Einheiten. Sieht man jetzt hier. Da blinkt schön, macht 27 Schaden. Ja. Es ist sehr nützlich. Und was diese komische Hexe, was ich nur sagen wollte, was diese komische Hexe gesagt hat. Wie gesagt, das ist genau das, was ich auch vorher gesagt habe. Also, manchmal nützt es einem, wenn da zum Beispiel ganz viele verschiedene Einheiten sind und die dir dann sagt, hier, nimm Diebe mit. Die hat zum Beispiel gesagt, ich soll Sarah mitnehmen, weil halt Erg da ist. Wow, wir haben einen Resistenzpunkt bekommen.
Ach, ihr seid so dämlich. Und nächstes Level. Oh, schon wieder ein Resistenz. Boah, wow, das ist hier diesmal das Resistenz-Level. Priscilla. Ist deine Escortin endlich zurückgekehrt? Nein. Er zog gestern los, um nach einem Ausweg zu suchen. Ich hoffe nur, dass ihn die Soldaten von Lahus nicht geschnappt haben. Seine Suche nach Hilfe war sicherlich nicht von Erfolg gekrönt. Marquis Lahus hat befohlen, dir keinerlei Hilfe zu gewähren. Es gibt wirklich nichts, was wir für dich tun können, Tim. Ich entschuldige mich dafür, aber... Nein, nein, ihr hättet mich schon längst dem Marquis ausliefern können und doch gewährt ihr mir Asyl. Dafür bin ich euch ewig dankbar. Wenn ich einfach zum Schloss gehen würde, wäre dies alles vorüber. Sorge dich nicht deswegen. Keiner hier ist sonderlich zufrieden mit dem Marquis. Ständig droht er uns und behandelt uns wie seine Sklaven. Und dann all diese Kriegsvorbereitungen. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Zwar leben wir in verschiedenen Territorien, doch sind wir letztendlich alle Lysianer. Eines Tages mag es sein, dass uns ein anderes Land überfällt, aber warum will er in seinem eigenen, warum will er in seiner eigenen Heimat einen Krieg beginnen? Niemand von uns versteht sein Handeln. Ja, verstehe ich auch nicht. Okay. Yeah. Oh, du meine... Sag meine Stimme. Ach du meine Güte, das ist ja arg. So lange ist es her. Was machst du denn hier? Oh, Sarah, du bist die letzte Person, die ich sehen wollte. Ach, das ist aber süß. Du wolltest mich also wiedersehen? Hey, ich weiß was. Hervorragend getroffen. Komm mit uns und geh uns zur Hand, Erg. Wie bitte? Komm schon. Ich stell dich auch Lord Hector und Lord Eliwood vor. Ich kenne dich doch. Wahrscheinlich bist du ohnehin wieder arbeitslos. Nein, Sarah. Ich fürchte, ich bin ausreichend beschäftigt. Dennoch, wenn ihr gegen Lahus kämpft, könnte es von Nutzen sein. Was plapperst du denn da? Entscheide dich endlich, ja? 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 Meine Auftraggeberin versteckt sich in einem Dorf südlich von hier. Wenn du mir hilfst, sie zu beschützen, werde ich mich euch anschließen. Du hast sie uns angeschlossen, du hast keine andere Wahl. Er hat Göttin, erhöht Glück um 2 Punkte. Was ist nötig? Aber erst später. Diesen Deppen nicht tot da unten. Wird können die denn gehen? Okay, die kommen gar nicht so weit. Okay, Rebecca. Becky, mach es. Okay, wie viele Leute kommen denn da? Wie viel Damage könnten die mir machen? 5. Plus 6. 11. Dann nehmen wir nochmal 5. Hoppla. 16. Wenn meine Rechnung stimmt, dürfte er maximal 22 Damage machen. Okay, aber wir werden ja schon mal hier hinten einen erledigen. Damit sind schon mal 5 Damage weg. Damit können sie uns, ja, nur noch 17 machen. Oh, Crit. Okay, wer könnte Eliwood jetzt noch schaden? Das ist dieser komische Bogenschütze, ja. Und er, na super. Klasse hinbekommen. Wo kann er denn hinlaufen? Na, geil, überall hin. Oder? Ah, müsste klappen.
Ah, er kann das Golfball nicht benutzen. Okay. Damit ist er auch schon down. Die Animation finde ich sieht cool aus, wenn es mit dem Golfball so nach hinten geht. Okay, aber wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part. Weil ich finde, hier kann man schön schneiden. Also bis zum nächsten Mal und ciao.